Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns, oder ich befinde mich hier in den Kabinen von der Mannschaft von Donal in Wolmershausen. Die schaffen nicht mal rauszugehen und zu trainieren. 8 Tage lang war Donal vermisst. Seit dem 18. Samstag, am 18. Oktober, Donal mit seinen Mitspielern, die nicht nur Mitspieler sind, sondern Freunde, sind alle rausgegangen in Halle 7, wo sie zusammen gefeiert haben. Und um 5 Uhr morgen war Donal spurlos verschwunden. Keiner könnte genau sagen, wo er ist, wo er sich befindet. 8 Tage lang Freund, Kamerade, die Mannschaft, der Trainer, die ganze Stadt hat nach Donal gesucht. Aber erst Montag gegen 16 Uhr kam die Nachricht, Donal ist tot aufgefunden worden. Und ich weiß, sie sind alle traurig und ich hoffe, dass ein vielleicht mir mal genau sagen kann, wie Donal Samstag drauf war. Und vielleicht können Sie mir was sagen. Ja, also wir waren mit Donald feiern. Also er war, wir hatten Spaß mit ihm, er hat Spaß gemacht. Und ich, wie gesagt, ich bin halt schon früher gegangen, er wollte noch da bleiben. Aber Donald, ja, wie gesagt, er war echt witzig drauf an dem Tag. Und halt so, wie wir ihn hier kennen vom Fußball. Unser Freund halt, ja, schon echt traurig, was da dann passiert ist. Wir wissen auch alle, oder auch schon von Donal gehört zu haben, diese Mannschaft war nicht nur eine Mannschaft für ihn, sondern war seine zweite Familie. Ich werde mal jetzt in Richtung Trainer laufen und fragen, Sie sind ja der Trainer von Donal gewesen, das ist die Nummer 11, man sieht, dass er... Donal sollte normalerweise da sitzen, er ist heute nicht mehr da. Was ist bis jetzt geschehen oder was ist in die nächsten Tage geplant? Ja, was ist geschehen? Es ist einfach eine Leere da, denn der Donald, der war für mich nicht nur ein Spieler der Mannschaft, sondern er war mittlerweile auch mein Freund. Wir sind immer zusammen nach Hause gefahren oder beziehungsweise zum Training zusammengefahren und dann nach Hause. Dadurch habe ich natürlich immer viel über Donald erfahren, über sein Leben, über seine Familie oder das auch, was er vorhatte oder vorhat, alles zusammen. Und dafür habe ich ihn auch unglaublich bewundert. Wir haben vor, natürlich unser Mitgefühl zu zeigen, wie sehr er uns fehlt. Und das ist Samstag eigentlich so von uns allen, das ist der Abschied, den wir von ihm nehmen werden. Wir wissen, es muss auch irgendwie weitergehen, aber er wird natürlich, die Elf, die wird jetzt keine mehr anziehen bei uns. Der wird bei uns bleiben jetzt, zumindest hier in der Kabine, wird er immer da sein. Dankeschön. Ist etwas für die nächsten Tage geplant? Geplant, dass wir uns um 11 Uhr beim Ausgang von alle 7 treffen, alle zusammen und alle, die dazu kommen wollen und sie ihren Mitgefühl ausdrücken wollen. Danach wollen wir die Kerze dahin bringen, da wo sein Körper gefunden worden ist. Dann gehen wir alle zusammen in Richtung Waldmarshausen, dass wir das zusammen nochmal verarbeiten, das Ganze. Danach ist geplant, dass die Mannschaft nochmal auf dem Feld den Abschied von ihm nimmt mit einem Plakat, wo ein Slogan steht, wir denken mal an dich. Und daher, dann wird jemand auch singen und ich glaube auch in dieser Art noch einmal ausdrücken wird, was wir ihm finden. Im Namen der Familie möchte ich mich bei euch alle bedanken für die volle Unterstützung. Ein besonderes Dank geht an die Mitspieler von TS Wolmershausen und das Polizeipräsidium Bremen. Dankeschön. Some say love.